den ländlichen Raum stärken mit frischen, innovativen Ideen aus der Region. Wie eine Generationenhandwerkstatt, bei der die Jungen von den Alten lernen. Oder das kommunale Kopter-Einsatzkommando, ein Projekt, bei dem verirrte Rehkitze dank Drohne aufgespürt werden können. Das sind nur einige Beispiele der insgesamt 65 Projekte, die der Verein Liederpongau in den vergangenen 6 Jahren umgesetzt hat. Grund genug zum Feiern, und Hannes Kirchberger war für uns beim Fest der Regionen im Tauernbahnmuseum dabei. LEADER ist ein EU-Förderprogramm zur Stärkung der ländlichen Entwicklung. Nach 6 Jahren neigt sich die aktuelle Förderperiode dem Ende zu, Zeit, Bilanz zu ziehen. Wir blicken auf 65 tolle Projekte zurück. Ich habe jetzt gerade mit der Elisabeth Huber drüber geredet. Es sind total lässige Projekte aus den verschiedensten Bereichen. Man kann jetzt gar nicht sagen, eins ist besser oder schlechter, sondern es ist eine große Vielfalt und man sieht einfach, dass in Pongau ganz viele Leute sind, die voll gute Ideen haben. Schauplatz vom Fest der Region Idee vorm Zukunft war das Tauernbahnmuseum in Schwarzach. Und das aus gutem Grund. Ja, weil einfach ein Bahnknotenpunkt, und das Tauernbahnmuseum steht ja auf einem Bahnknotenpunkt, immer für Begegnungen gut ist. Und weil das Museum Tauernbahn schon einiges mit oder über LEADER umgesetzt hat. Das letzte Projekt war zum Beispiel unsere neuen Ausstellungsräume und das Archiv, das was einfach fürs Museum ganz wichtig ist. Und daher sind wir immer noch mit den Leuten von LEADER in Kontakt. Die LEADER-Förderung dient als Unterstützung für Projekte in der Region und setzt sich aus Geldern der EU, aber auch aus einem Beitrag von Bund und dem Land Salzburg zusammen. Also ich muss sagen, also wir waren ja jetzt vorher mit Querbeet unterwegs und jetzt bin ich mit dem neuen Projekt Kultur- und Bildungsinitiative Pongau eben bei LEADER angesiedelt wieder. Und ich muss sagen, meine Erfahrungen sind sehr gut. Wenn man irgendwo Fragen hat oder auch bei der Aufbereitung schon ganz am Anfang, wenn man mit der Idee hinkommt, es wird einem geholfen. Sie sind immer da, haben immer ein offenes Ohr. Und also ich kann wirklich nur empfehlen, und für mich, also es wäre so ein Projekt nicht möglich durchzuführen, wenn es nicht zur Unterstützung von LEADER und vom Land und überhaupt von der EU jetzt. Unser Projekt ist ja mit dem Beginn von Corona und den einschränkenden Maßnahmen eingefallen. Und wir haben da sehr gute Unterstützung erfahren durch das LEADER-Team. Da ist es wirklich zum Teil um Tage gegangen, dass wir Dinge noch unterbringen, Dinge unser Projekt noch unterbringen. Und es ist wirklich am letzten Tag ist es ausgegangen und wir haben diesen Kopter noch gekriegt und haben so unsere erste Saison bestreiten können. Ohne diese tatkräftige Unterstützung hätten wir das so nicht auf die Reihe kriegen können. Politikwissenschaftler Armin Mühlböck betonte in seinem Vortrag die Wichtigkeit, lokale und regionale Programme und Ideen aufzugreifen und zu fördern. Ja, also dieses Förderprogramm hat sicher das Potenzial für Entwicklungen, gerade im ländlichen Bereich. Also nicht nur, wenn es um technische Dinge geht und um Landwirtschaft, sondern auch um die gesellschaftliche Entwicklung oder die Partizipation der Bevölkerung gefördert werden kann. Also insgesamt denke ich, dass mit diesem LEADER-Programm schon sehr viel positive Impulse möglich sind. Und auch in den nächsten Jahren soll das LEADER-Förderprogramm weitergehen. Wir sind jetzt gerade in einer Übergangsphase. Das heißt, das sind jetzt 2 Jahre und das Fest heute ist ja ein Teil unseres Beteiligungsprozesses. Wir werden dann im Frühjahr 2022 unsere lokale Entwicklungsstrategie einreichen. Das ist ja das Bewerbungspapier, dass man wieder LEADER-Region werden darf. Und dann hoffen wir, dass wir bis 2023 anerkannt sind und dann wieder neu durchstarten können.